Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3. Ganz genau, wir haben beim letzten Mal gegen einen riesengroßen Dinosaurier und gegen eine riesengroße Katze gekämpft. Gestern war der Part der großen Dinge, that's what she said. Wir machen direkt mal hier weiter, würde ich sagen. Und ja, ich weiß eigentlich so gar nicht, wir sind in die Wasseranlage, ohne großen Kontext. Moin! Was ein Arsch. Aber ganz lustig, die Sequenz tatsächlich. Ich sehe da einen Schlüssel und ich vermute mal, wenn Luigi sich auf den Weg hier durchmacht, wird er dort auch hinkommen? Oder auch nicht? Ich sehe da ein Juwel. Ich weiß vielleicht ein Juwel, wie wir hier hinkommen, an eines. Aber das war's auch schon wieder. Ich glaube, wir müssen hier durch. Sehe ich das richtig? Ja. Hab nicht allzu große Hoffnung. Ich habe mir schon extra für den Part hier links eine Website aufgemacht. Was bedeutet, ich sehe jetzt hier nicht mehr die Aufnahme, sondern eine Website, die mir tatsächlich sagt, wann welches Juwel dran kommt und wie man am besten dran kommt. Und das erste ist schon hier. Wenn du hoch bist, walke nach links als... Ah ja, guck mal, einfach hier nach links laufen. Das hätte ich safe niemals herausgefunden, wenn das hier nicht stehen würde. Die Seite ist IGN. Einfach, gibt einfach ein Luigi's Mansion 3 All Gems Locations. Und dann habt ihr das. Achso, nein, ich habe den oben liegen lassen. Bin doch so lost wie Fundsachen. Das hier ist wieder eine der längeren Etagen, die man auch theoretisch in zwei Parts packen kann. Und auch vermutlich sollte... ja, oh, jetzt kann ich euch zeigen, was passiert, wenn wir mit Luigi hier hingehen. Wir können X drücken und den Schlüssel aus Luigi herausnehmen. Ganz genau. So, und damit durch diese Türen durch. Richtig? Richtig. Ich sehe hier schon wieder ein paar Geisters. Finde ich eigentlich eher ungut. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber mittlerweile sind wir, glaube ich, relativ on top, was Geisterjagen angeht und kommen hier auch ganz, ganz easy durch. So, der nächste Gem, ne, wir brauchen, doch, doch, passt schon. Was ist hier unten? Oh, please, aber hier steht nichts, dass hier ein Gem ist. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen rumgucken. Ja... Wundervoll. So. Welcher hintere geht aus? Der gelbe. Den darf ich nicht drehen. Den darf ich drehen. Nein, nein, nein. Den da. Oben. Alright. So. Und jetzt den hier zurück. Bitte. Wundervoll. Ja, let's go. Was war jetzt hier unten? Ach, nur um die Tür aufzumachen? Ja, lost. Ich dachte, dass da vielleicht irgendwas... Wir hätten das sogar tun müssen. Gut, habt ihr hier direkt die Lösung von mir? Im First Try hat das geklappt. Ihr müsst einfach die Farben der Röhren übereinstimmen. Gelb zu gelb. Und die zwei silbernen müsst ihr einfach voneinander unterscheiden, indem ihr ein bisschen rumprobiert. Dann ist das Ganze doch auch schnell erledigt. Wunderbar. Eine Maus. Wir gucken einfach mal, was sich hier drin befindet. Mit Luigi ja mal durchsteppen. Und da drüben sehe ich ein spannendes Juwel. Wie komme ich da hin? Hier ist nichts, by the way.
keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Vielleicht später noch. Aber mal gucken. Was macht das hier? Das hier dreht für uns den Weg. Ah, und ich weiß auch schon, wo das hinführt. Ich glaube nämlich, damit wir da die Leiter hoch können. Anders geht's ja auch gar nicht, oder? Kann auch sein, dass ich einfach mal wieder ein bisschen lost bin. Aber ich hier... Hallo? Nach oben. Ja. Ganz genau. Die Tür wird unlocked. Und dann, oder auch nicht, vielleicht erst eine Cutscene. Kann Luigi schwimmen? Ist nur eine Frage. Was ein kleiner Moblin. Also ganz ehrlich, ihn finde ich ja sehr unsympathisch. Achso, der Hund kann über Wasser laufen. Übers Wasser laufen. Das akzeptiere ich. Wir können scheinbar nicht schwimmen, vermutlich weil der Staubsauger zu schwer ist. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir verlassen diesen Raum schnell. Bevor hier noch andere Dinge passieren. Du steckst ja ganz schön tief im Schlamassel, Luigi. Umso besser, dass ich aus technischer Sicht gute Nachrichten verkünden kann. Der Schreckweg FLU ist wasserdicht. Ja, das ist schön. Dieser Geist hat mit dem Schalter den Wasserstand manipuliert. Deshalb ist jetzt der Weg blockiert. Probier doch mal den Abwasserkanal entlang zu laufen, um den Schalter zu erreichen. Du musst den Wasserstand wieder absenken, um den Geist verfolgen zu können. Das ist doch eine gute Idee. Ich würde sagen, das tun wir auch. Und hier gibt es das nächste Juwel. Eine unsichtbare Kaffeemaschine oder sowas? Was muss ich hier tun? Was? Irgendwas passiert. Ich hab was geblendet. Ich weiß nicht was. Die Kaffeemaschine, sag ich doch. Bisschen viel Kaffee. Ah, da unten ist das Juwel drin. Hier. Ganz genau. Schön. Nehme ich mit. Brauche ich. Habe ich nötig. Unser zweiter Schraubenschlüssel. Warum wir so viele Schraubenschlüssel brauchen. Keine Ahnung. Wir nehmen sie einfach mit. So. Mal ein bisschen scrollen. Und das ist dann... Okay. Okay, wunderbar. Wir haben alle Juwelen. Was das bedeutet, erkläre ich euch dann später. Und das ist das, warum ich diese Etage hasse. Wir fahren auf einer riesigen Gummiente durch die Welt. Das ist ja jetzt erstmal hier nichts Schlechtes. Würde man meinen. Wir müssen aussteigen. Luigi spawnen. Luigi hier überall durchlaufen lassen. Wie soll ich da rüberkommen? Können wir mit Luigi was machen? Ah ne, wir müssen vermutlich einfach hier statt dadurch, hier links durch. Ja, okay. Die Sache ist die. Ja? Das ist nur für Geld, ich sehe das doch. Wir müssen jetzt mit Luigi immer hier so ein bisschen den Weg aufmachen, damit wir als... Luigi weiterkommen. Nein! Lost, so wie Hundsachen. Ich wollte nach rechts, ich habe eigentlich nach rechts gedrückt. Warum er durch die Röhre ist, weiß ich nicht. Aber dafür läuft er jetzt nach rechts. So, ich denke mal, wir müssen hier durch, sonst wäre das nicht da. Nein, das auch nur für Geld. Oh, aber nicht für wenig Geld. Oh, okay. Ja, lässt sich dann doch drüber reden. So, einmal nach unten und dann durch die rechte oder linke Röhre. Durch die rechte wieder nach oben, I guess. Und dann kommen wir wo raus? Da oben. Und was?
Bringt uns das? Nur so als Question. Geld? Das ist aber schön. Geld wollte ich schon immer mal haben. Um dafür 10 Minuten im Kreis zu laufen. Han, 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 das macht so Spaß. Meiner Meinung nach die schwächste Etage, wie schon gesagt. Eben weil sich Dinge so maximal oft wiederholen. Und ja. Was ist gerade passiert? Es ist nur eine Frage. Wieso komme ich da nicht durch? Ach so. Okay. Ja. Da ist noch eine Tür. Wow, mit Stacheln dran. Und irgendwas im Wasser? Nee, nur Papierboote. Habt ihr auch schon Papierboote gebastelt? Früher, safe. Safe, ich auch. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, aber ich bin mir ziemlich sicher. Wenn man mit... Wobei mit Luigi da langfahren will ich eigentlich ungern. Ich trau da gar nichts. Ihr seht schon, die Strömung, die zieht einen schon in Richtung der Stacheln. Ja. Ich weiß, was hier vor sich geht. Hier immer schön im Timing dagegen. So, aber wir können ja auch auf ganz entspannte Art und Weise aufmachen. Ich will eigentlich hier an die Leiter hin. Um ganz kurz zwischen zu den zu bleiben. Ey, diese Papierboote sind voll cool. Die kommen da die ganze Zeit. Ich vermute mal. Zu stark. Komma. Ja. Meine Frage ist, wie komme ich... Also... Wie soll ich das machen, wenn links und rechts Wasser ist? Es ist nur eine Frage. Ah, in die Richtung. Und das bringt mir Geld? Warum habe ich das getan? Das ist eine gute Frage. Oh, wir hatten in der letzten Folge keinen Hashtag. Da machen wir heute wieder ein Hashtag, Hashtag unnötige Röhren. Alles klein und zusammen natürlich. Das ist unser neuer Hashtag. Ah, guck mal hier. Muss... Hallo? Dankeschön. Damit wir da durchkommen. Oh, das sieht mir aber hier ein bisschen eng aus. War das eine Explosion? Hier sieht es auch aus, als könnte ich dran saugen. Scheinbar nee. Ich lauf. Und durch. Okay, hier jetzt gleich direkt der strategische. Was? Ach so, ja, heil. Warum auch nicht? Ja, kommt doch her. Ich habe Angst, dass die instant töten. Und genau das tun sie. Was passiert jetzt? Du willst mich veräppeln. Das ist unfair. Also das finde ich jetzt schon. Also das. Oh mein Gott. Wir sind ja nur 10 Minuten, die ich nachspielen muss. Ist ja legitim. Hier schnell durch. Jetzt kommen diese blöden Haie wieder. Und ich lock die jetzt auf ganz schlau nach hier. Und die dribbel ich aus. Und zwar so. Jawollo! Und raus. Raus. Safe, ich bin hier safe, ihr könnt mir nichts mehr. Geh doch weg. Uff, aber das fand ich jetzt meiner Meinung nach schon wieder Kategorie bisschen unfair. Weil, also man muss ja ewig viel nachholen, wenn man da einmal getroffen wird.
Oh, neuer Geist. Ja, vielleicht auch nicht. Oh, aber verschiedene auf jeden Fall. Hier haben wir noch einen kleinen roten. Hier haben wir nochmal so einen Kollegen. Das war's schon? Ach so. Okay. Wir müssen nach da oben zum Schalter. Warte, jetzt erstmal kurz gucken. Hier noch Juwelen irgendwie in irgendeiner Weise. Nein, okay. Das heißt so. Was explodiert da die ganze Zeit? Also ich weiß, was explodiert, aber warum explodiert es? Nee, das war richtig. Ah, lost. Das ist die eigentliche Frage, die ich mir als jemand, der das Spiel kennt, stellen muss. Warum das explodiert? Achso, das muss... das muss man von oben machen scheinbar. Das bedeutet... Wir müssen jetzt erstmal Guigi reinschicken. Durchfahren lassen. Das hier gegendrehen. Und mit Luigi dann... Hier wieder so. Und das sollte der Ray to go sein, richtig? Ja, ganz genau. Und dann diesen riesengroßen Hebel vielleicht. Pömpeln. Und nicht ziehen, weil ist halt so. Muss ich ja akzeptieren. Kann ich jetzt bitte hier... Dankeschön. Wunderbar. Sehr gut, der Wasserstand ist wieder normal. Dann geh jetzt dahin zurück, wo du hergekommen bist und knöpf dir den Techniker vor. Das ist doch eine gute Idee. So. Oh, Entschuldigung, ich habe was vergessen. So, da bin ich wieder. Einen wunderschönen guten Hallo. So. Wieso durfte ich nur eine Ente fahren und nicht diesen coolen Drachen da links? Das finde ich jetzt schon. Geht gar nicht. Aber dafür können wir hier so ein bisschen noch Zeugs mitnehmen. Mich würde interessieren, was befindet sich hier auf der anderen Seite? Oh, scheinbar. Entschuldigung. Luigi, da kommst du wohl nicht weiter. Es wäre wohl am besten umzudrehen. Entschuldigung, sorry, schrei mich nicht an. Ist ja okay. Das heißt, den ganzen Weg jetzt wieder zurück. Und jetzt können wir wieder Juwelen einsammeln, meine lieben Freunde. Abgesehen davon, dass hier... Es sind einfach nur Geister. Waren das nicht drei? Ah ja, da hinten ist auch noch einer. Wundervoll, also nicht wundervoll, aber schön, dass du das Weite suchst. So. Das ist das Juwel, das Einzige, an was ich mich erinnern kann. Denn hier gibt es tatsächlich ein U-Boot. Ich mach den Grill an. Ach, das war's schon? Ah, okay. Finde ich ganz cool, hier einfach ein U-Boot im Boden vergraben. Warum denn auch nicht? Gehen wir direkt mal weiter nach hier vorne. Denn wenn ich mich richtig erinnere, gibt es hier auch noch irgendwie eins. Ja, da oben. Wie komme ich da dran? Damit? Damit. Ah ja, okay. Das ist was, das stört mich. Zum Beispiel im Zweispielermodus ist es echt nervig, weil hier überall immer so kleine Wasserpfützen auf dem Boden sind,
Dieses Level ist als für Zwei-Spieler-Modus ungeeignet. Okay. Dieses Level ist für den Zwei-Spieler-Modus ungeeignet. Hä? Ich check irgendwas nicht, oder? Warum lässt er immer los? Hey, schaut mal an, wie verbuggt das ist auch mit der Kette hier. Schaut euch mal die Kette an, wo die hängt. Hä? Ey, das ist... Das Ding ist... Schaut euch das an. Guckt mal auf die Kette. Jetzt. Okay. Eines der maximal buggy Dinge, die wir schnell skippen sollten, das ist mir noch nie vorgekommen tatsächlich. Wird einfach mal... Gott ignoriert. Oh! Die große Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Das ist tatsächlich die Form, die eine Krabbenfalle ist tatsächlich so. Jetzt wisst ihr, was die ganze Zeit am Explodieren ist. Aber die sind ja vorher ewig weit weg von uns explodiert. Deswegen mich das auch irgendwie ein bisschen wundert. So, gehen wir nach oben. Tatsächlich, die große Krabbe hat die Form einer Krabbenfalle. Was irgendwie ein bisschen, ja, weird ist. Aber das ist okay. Wir akzeptieren das einfach. Bin immer noch nicht ganz gesund. Muss ich leider zugeben. Deswegen verzeiht bitte mein Husten. So. Ich würde sagen, wir steppen jetzt nach 20 Minuten oder so. Ja, 22 Minuten hier oben durch die Tür. Durch die Tür. Wundervoll. Ihr habt jetzt ja schon und wir können hindurch. Let's go. And it happened again. Und nun ja. Der ganze Bosskampf ist im Wasser. Und zwar so. Wenn er sich ausgedreht hat, müssen wir ihn nehmen, hier gegenfeuern und ganz schnell aussteigen und zu ihm rennen, weil wir nur eine begrenzte Zeit haben, bis er wieder aufsteht. Und hier ist man froh, wenn er so schnell wie möglich down ist, der Herr Kollege. Weil mit ihm will ich eigentlich recht wenig zu tun haben. Denn dieses Gimmick ist cool, ja. Aber wir haben nur begrenzt viele dieser Boote. Wenn wir irgendwo gegenfahren, sind wir nicht direkt tot. Aber... Gut ist es natürlich trotzdem nicht. Jetzt schießt er die ganze Zeit seine eigenen Bomben weg, weil er nicht dran vorbeikommt. Ah, das ist so dumm. Ja, wie komme ich da vorbei, bitte? So. Und ihr werdet jetzt die ganze Zeit diese Bomben versuchen wegzuschießen, damit er dran vorbeikommt. By the way, das ist meiner Meinung nach sehr gut gelöst. Ja, cool. Was soll ich denn machen? Ich kann ihm ja nicht ausweichen. Ach stimmt, wir können ja auch die berühren. True. Wir müssen halt nur schnell genug wegkommen.
So, jetzt macht er seine Spin-Attacke. Und das ist ein Run, der kann knapp werden. Oh, bitte nicht. Ich hasse es so abgrundtief. Seht ihr, er bewegt sich jetzt schon wieder hoch. Oh, das war knapp. Aber okay. Bisschen zappeln lassen, bisschen auf 100. Auf mindestens auf 100. Okay. Auf 80 auch noch. Oh, direkt mit zwei Schlägen ist er raus. So will ich das. So ist das wunderbar. Die schlechteste Etage von allen. Reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Es macht einfach keinen Spaß. Weder gegen ihn zu kämpfen, noch durch dieses Areal zu laufen. Und wisst ihr, das macht mich fertig. So, machen wir erstmal das Wasser wieder nach unten. Naja, es ist gar nicht mein Fall. Ich weiß zum Beispiel, dass zwei, drei Leute, die ich kenne, dass deren Lieblingsetage ist, weil die so abwechslungsreich ist und mal was anderes ist. Aber ich kann mit dem Gimmick gar nichts anfangen, mit diesen Gummienten. Und die Musik feiere ich auch nicht. Aber nun gut. Das soll uns tatsächlich nicht davon abhalten, jetzt langsam, aber sicher nach Hause beziehungsweise zum Aufzug zu gehen. Scheinbar ist hier auch noch ein Juwel, also... Scheinbar können wir mit Guigi irgendwie doch dahin. Also mir wird hier gesagt, dass wir hier irgendwie durchkommen. Aber ich wüsste nicht wie. Da steht, geht zum Storage-Raum, also hier hin. Und hier ist eine zweite dahinter. Ah, wie lost. Das war lost von mir. Okay, sorry, guys. Sorry, das... Ja. Da reden wir gar nicht drüber. Ja, und jetzt können wir hier auch mit Luigi das Ding umdrehen, das Wasser ausstellen. Hier einmal ganz kurz in die Kiste noch hineingucken. Und da oben ist so ein Ding, was eigentlich aufgepustet sein sollte. Es ist ja auch egal. So, und jetzt können wir nach hier unten... Und dieses wunderbare kleine Juwel einsammeln. Und, aber das letzte, das kriegen wir erst viel, viel später. Da müssen wir noch ein bisschen weitermachen. Genauso wie in der vierten Etage bei Tastentorsten fehlt uns auch noch ein Juwel, was wir aber erst bekommen können, wenn wir ein bisschen fortgeschritten sind in dem ganzen Game. Deswegen müssen wir erstmal ein bisschen weitermachen und kommen später nochmal hierher. Zurück. So, jetzt erstmal hier. Machen wir hier die Tür auf und dann let's go. Oh, Feuer. Haha. Yeah. Oh yeah. Ist das nicht wunderbar? Beim nächsten Mal schauen wir uns dann Pyramidia an. Ja, es ist wieder soweit. Wenn euch das Ganze heute hier gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Channel, um Pyramidia nicht zu verpassen. Ein großer Raum, wird es nur ein Bossfight sein oder doch mehr? Finden wir es beim nächsten Mal heraus. Ciao, ciao, Freunde.